zu einem neuen Toy Review von Transformers Generations Fall of Cybertron Grimlock. Grimlock, wie ihr seht, wird in einer sehr schönen Motivbox geliefert, aber dazu gleich mehr. So, dies ist Grimlock in seiner T-Rex-Form. Ja, sehr bulkig, sehr schön, sehr groß. Hat ein schönes Detailreichtum, würde ich jetzt fast sagen. Sehr interessant auf jeden Fall. Arme sind auf kleinen Balljoints. Der Kiefer lässt sich öffnen. Hat aber auch gleichzeitig ein schönes, nettes Gimmick. Wie ihr seht, ist der sogenannte Flammenwerfer aus dem Spiel. Zu dem leuchten überall Augen, überall kleine Dioden. Und was ich sehr schön finde, das Autobot-Symbol auf seinem Kopf. Sehr schön gemacht. So, dann wollen wir doch mal zum nächsten Teil kommen. Grimlock wird standardmäßig geliefert mit einem Schild und einem Schwert. Ja, sehr edel gemacht in einem durchsichtigen Plastik. Soll quasi das Energieschild und Energieschwert aus dem Spiel darstellen. Leider aber ein wenig zu kurz, denn eigentlich ist das Schwert deutlich länger. Und das Schild deutlich größer. Ja, es wird quasi von einem Drittanbieter momentan produziert in einer ja, doppelt so großen Version quasi, so dass es auch dem Original am besten entspricht. Aber leider nur über die USA erhältlich und auch nicht gerade günstig. So, dann wollen wir mal weiterschauen. Ja, die Box von Grimlock ist in einem sehr edlen Design gehalten, natürlich wieder mit der typischen fehlenden Kante. Mit einem um die Ecke schauenden sehr schönen Design halt. Die Rückseite standardmäßig wie bei jeder Generations-Figur, einmal Roboterform, einmal Alternativform. Text, sein feuchteinflößender Kiefer vertreibt so manchen Decepticon, oh, sehr böse für Grimlock. Und natürlich auch noch Augen und Mund leuchten. Ja. Ganz normal, S01 und das schöne große Autobot-Symbol. So, dann wollen wir nochmal zur Figur zurückkommen. Grimlock wird standardmäßig in der Packung in seinem Roboter-Modus geliefert. Ich habe ihn jetzt mal umfunktioniert in den Dino-Modus. So, ja, sehr schön gemacht, wie gesagt. Leider auch hier muss man dazu sagen, was mir nicht gefällt, ist einmal dieses Goldene am Schwanz. Soll quasi, eine Hommage an die G1, also Generation 1 Figur sein, wo der Schwanz sich in zwei Hälften teilen ließ und einmal um den Fuß quasi rumgeklappt wurde. Finde ich jetzt nicht so schön, aber was soll man sagen, der Schwanz ist auch ein bisschen dick, weil er halt aus den Beinen besteht. Hätten sie ja vielleicht ein bisschen besser gestalten können. Ansonsten aber wie gesagt eine sehr schöne Figur. So, was mir auch an der Figur nicht gefällt, was auch mittlerweile durch einen Drittanbieter, durch einen Ersatzteil, was man einzeln kaufen kann, sehr schön gestaltet wurde. Man kann hier quasi eine Brustplatte kaufen, die quasi den Bauch dann verdeckt. Ja, kommen wir zur Transformation. Ganz einfach gehalten. Einmal die Arme hochklappen an den Hals. So, hier oben. Einmal das Bein mit diesem kleinen Pack rausholen. So. Bis es zweimal knackt. Hier ebenso zweimal knacken. So. Den Schwanz in zwei Hälften teilen, wird mit zwei Pins gehalten und die Beine rumziehen. Am besten dafür den Fuß schon rumklappen und einrasten. Ich klappe deswegen den Fuß immer als erstes aus, weil er dann sich leichter verwandeln lässt, ohne dass es irgendwelche hakenden und nervenden Funktionsstörungen gibt. So. Anschließend die Arme rumklappen. Bitte aufpassen,
Meistens passiert das so, wenn es rumklappt, dass hier dieses Gelenk, dieses Double Joint ausklappt. Sollte man tunlichst versuchen zu vermeiden. Dadurch nur Probleme mit dem Ellenbogen, weil es sich halt verhakt. So, einmal schönes Automorph-Feature. Die Kralle nach oben klappen und die Hand kommt raus. Die Arme rumdrehen. Hier ebenso. Ich zeige es noch einmal. So. Und rumdrehen. Die Faust so zusammenklappen. Genau so. So, und da haben wir auch schon einmal den Körper. So, kommen wir zum nächsten Teil. Hier oben den Rücken auseinanderklappen und schon kommt der Kopf von Grimlock zutage. Den Kopf des Dinos einmal so rumklappen und in den Torso klappen. Hat die Bewandtnis dahingehend, dass man mit dieser Hebelfunktion das Licht aktivieren kann, was auch gleichzeitig den Brustkorb beleuchtet. Dazu aber gleich mehr. So, ja, da wären wir jetzt nun mit Grimlock im Robotermodus. Eine sehr massive, sehr edel wirkende Figur. So. Kann man neu positionieren. So, das Schild kann man hier in diesen kleinen Löchern mit dem Pack befestigen. Einmal hier oder einmal hier oben an der Schulter. Muss aber sagen, so sieht es deutlich besser aus. So, das Schwert kann ganz normal hier drin befestigt werden oder aber auch mit diesem Joint, auch hier an der Seite oder hier oben. Im Dino-Modus werden die hier oben an der Schulter quasi befestigt. So, und da haben wir auch schon Grimlock in seiner Roboterform. Ein sehr edler Zeitgenosse, sehr viele Details. Hier ein kleines Wabenmuster, überall kleine Lightpipe-Funktionen in dem Brustkorb. Hier oben die roten kleinen Dioden quasi in seiner Brust fangen an zu leuchten, ebenso wie hier oben überall die ganze Funktion. Leider, wenn man die Elektronik verwendet, nicht die Augen des Robotermodus. Dafür hat man hier oben quasi nochmal die Lightpipe-Funktion. Die Lightpipe-Funktion ist sehr edel gehalten, kann ich momentan nicht zeigen. Ich habe leider nicht genug Licht, das heißt, ich könnte es höchstens mal so zeigen. Ja, genau, so geht es. Man sieht, die Augen fangen deutlich an zu leuchten. Segel gehalten. Der Kopf ist in einem ja, schicken Design gehalten. Laut meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen zu kantig und ja, zu schmal. Hier gibt es aber auch von den Drittanbietern mittlerweile neue Köpfe. Ja, zur Lightpipe-Funktion. Ich schalte mal das Licht aus. Und zeige euch dieses nette Light-Feature. Ja, Sädel. Das Autobot-Symbol hier vorne fängt an zu leuchten, ebenso wie der ganze Brustkorb und oben die Brust selbst. Sehr schön. Man sieht auch nochmal das Autobot-Symbol. Es ist ein etwas abgewandeltes Autobot-Symbol mit einem ja, knurrenden Gesicht und kleinen Blitzen im Gesicht. Es wird wahrscheinlich das Gruppensymbol der Dinobots sein. Das Light-Feature wird gesteuert durch den Hebel hier unten des Dino-Kopfes. Dadurch leuchtet der ganze Brustkorb quasi auf. Ja, eine sehr schöne Figur. Ich würde dieser Figur auf jeden Fall eine ja, definitive Kaufentscheidung mit einem deutlichen Ja bewerten. Sprich, ich würde der Figur 10 von 10 Punkten geben. Vielleicht eher 9 von 10 Punkten, weil halt sehr viele kleine Lücken entstehen, Hohlräume und auch die Waffen zu klein sind. Wurde dadurch jetzt durch Drittanbieter deutlich verbessert. Allerdings müsste man dadurch für alle Ersatzteile zusammen, wenn man es aus den USA importiert, rund 50 Euro nochmal mit hinzu addieren. Diese Figur ist normalerweise nur in den USA erhältlich.
gibt es in zwei Versionen. Einmal in der hier gezeigten Hasbro-Version oder in der Takara-Version. In der Takara-Version sind diese normal goldenen Stellen. Ich mache das Licht gerade nochmal an. Entschuldigung für die grelle Lichtfunktion. Nee, egal. Auf jeden Fall, dieses Goldene ist nicht in einem matten Gold gehalten, in der Takara-Version, sondern in einem metallischen Gold, was fast spiegelt. Nicht ganz mein Fall. Ja, diese Figur ist so, wie ihr hier seht, momentan bei Toys R Us in Deutschland erhältlich für sagen und schreibe 29,95 Standardpreis für eine Voyager-Größe. Ich würde sagen, schnappt sie euch, solange ihr könnt, denn diese Figur wird nicht mehr lange erhältlich sein. Toys R Us räumt mittlerweile die Lager. Viel Spaß wünscht euch, euer Rexford.